Feuer am Morgen in Neu-Allermöhe. Im von Mold gebogen, unweit der S-Bahn-Station Allermöhe, brannte es in einem dreistöckigen Mehrfamilienhaus. Dichter Rauch quoll aus der Wohnung im zweiten Stock. Da die Feuerwehr zunächst davon ausging, dass noch Menschen in der Wohnung sind, rückte sie mit Rettungswagen und Notarzt an. Gemeinsam mit der Freiwilligen Feuerwehr Bergedorf hatten die Berufsretter die Flammen dann schnell unter Kontrolle. Kam halt, wie gesagt, das Feuer Menschenleben in Gefahr. Erste ist dann genaue Erkundung vor Ort. Sind wirklich Menschen in der Wohnung? Angeblich sollte noch Kinder in der Wohnung sein. Stellte sich dann aber heraus, dass die Mutter die Kinder gerade zur Schule brachte. Und haben die Wohnung dann doch noch durchsucht, haben einen Hund gefunden, der dann auf den Balkon gebracht worden ist, um ihn erstmal aus dem verqualmten Bereich der Wohnung herauszubekommen. An der Einsatzstelle brannte, wie es jetzt aussieht, die Küche in ganzer Ausdehnung. Und wir konnten eine Brandausbreitung auf die weitere Wohnung verhindern. Durch den Brandrauch natürlich die Wohnung sehr in Mitleidenschaft gezogen, Treppenhaus und so weiter. Nur weil die beiden Feuerwehren aus Bergedorf so schnell vor Ort waren, konnte eine Ausbreitung der Flammen auf die darüberliegende Wohnung verhindert werden. Der Notarzt und die Sanitäter konnten wieder unverrichteter Dinge abrücken. Das Treppenhaus wurde zunächst noch von der Feuerwehr belüftet, ehe dann die anderen Bewohner in ihre Wohnungen zurück konnten. Die Polizei musste dem geschockten Sohn der Familie mitteilen, dass eine vergessene Herdplatte das Feuer entfacht hatte. Eine gefährliche Unachtsamkeit mit weitreichenden Folgen.